Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil Code Veronica X und wir gehen durch die Tür. Jetzt müssten wir in dem Gang sein, wo die Tentakeln durchgebrochen sind. Ach, die ist ja noch da. Komm, zieh dich schon zurück. Wir müssen da lang. Das ist doch wohl ein Scherz, oder? Hätte ich es mal mit Claire mit den 1000 Pfeilen gemacht. Ah. Komm schon. Ja, schön, wir verballern jetzt noch alles, was wir hier hatten. Juhu. Der Weg ist frei. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hier müsste der Safe-Raum sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier müssten diese Haken an der Wand sein. Von denen ich ja schon erzählt hatte. Genau. Die sind hier. Yay. Yeah. Dann nehmen wir uns mal kurz unsere Schrotflinte zur Hand. Und natürlich auch die Flügel schon mal, damit wir das alles gleich schick zusammensetzen können. Wo ist denn die Schrotflinte hin? Da bin ich blind. Ah, hier. Gut, gut. So. Ja, ja, schieb mal, Chris. Und jetzt tu nicht so, als ob der Schrank 10 Tonnen wiegt. Deine Schwester sah da nicht so am Boden kriechend aus. Wofür werden diese Haken benutzt? Na, dann benutz mal. Das klappt sogar. Cool. Wow, Granaten. 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 Napalmgranaten. Und noch etwas. Ich glaube, normale Granaten. Jawohl. Oh, schön. Schön. Also Granaten bin ich ja immer zugeneigt. Ne? Den Granaten. So, jetzt nehmen wir aber unsere Schrotflinte gleich wieder mit. Nicht, dass wir das noch vergessen und die da hängen lassen. Oh. Das wäre ganz furchtbar. So. Ja, da wir jetzt hier echt so viel schon wieder finden. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wollen wir alles mitnehmen? Na, ich glaube, die Schrotflinte können wir jetzt echt zu Hause lassen. Moment, ich kombiniere erstmal. Das hier wird kombiniert. Und dann kombinieren wir die Bälle wieder. Ja, und zwar, ich mache jetzt Folgendes. Ich rüste mich mal aus, als ob wir jetzt wirklich einen Endkampf hätten. Ich nehme mal, anstatt der Pistole nehme ich... Oh Gott. Das Ding mit. Die Magnum nehmen wir mit. Wir nehmen Erste-Hilfe-Spray mit. Wir nehmen... Nein, den Koffer nicht. Den Koffer nicht. Entschuldigung, manchmal drücke ich halt und dann drückt man so schnell und dann ist man schon in einem anderen Menü wieder drin. Die wollte ich haben. So. Die Kräuter mischen wir mal. So. Das sieht doch gar nicht mal so doof aus, oder? Ach nee, Moment mal, wir haben ja noch die ganze Bazooka. Nee, wir haben ja noch die Bazooka. Oh, nee, dann muss ich ja das Maschinengewehr da lassen. Nicht die Bazooka, Entschuldigung. Wieder das Übliche, ihr wisst es ja. Ich habe es ja schon bereits mehrfach erklärt gehabt. Ach, und das Ding. Ah, die Säuregranaten sind halt so... so wichtig. Die sind immer so anfällig. Ich sag mal so, ich glaube, die Gegner sind auf Säuregranaten. Was ich bisher immer so in allen Teilen erlebt habe, sind die Gegner auf Säuregranaten am anfälligsten. Aber es könnte auch nur eine Vermutung sein. Beziehungsweise es könnte nur ein Eindruck halt sein, keine Ahnung. Ach, scheiß drauf. Dann nehmen wir lieber 17 Napalmgranaten mit, anstatt 2 Säure, oder? Wir sind ja nicht blöd. Gut, so machen wir das jetzt. Ich hab's jetzt entschieden. So, die rüsten wir aus. Ganz fesch.
Ich mache hier aber ein Safe-Step. Natürlich, wir wissen warum. Nicht, dass wir plötzlich zu Claire rüber switchen und Claire hat dann gar nichts mehr. Das wäre sehr ungünstig. Deshalb sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Dann mal frisch ans Werk, Herr Redfield. Geh mal deine Schwester befreien. Nicht, dass Wesker die sich geschnappt hat. So. Meine Grammatik geht auch flöten, je länger das Spiel dauert. Wieso ist denn hier die... Ach nee, ich wollte gerade sagen, ist die Wand hier etwa wieder repariert? Die sah doch ganz anders aus. Claire! Und sie weint. Oh Mann. Claire? Is that you, Claire? Claire? Chris? Ach, die ist noch in diesem Ding drinne. The door won't open. Hey, is Steve with you? Huh. Och, Klärchen. Listen, Claire. We have to get out of here immediately. Can you unlock it from the inside? No, I can't. Sonst würde sie ja da nicht drinne sitzen. Was ist das für eine logische Frage? Ich wollte gerade sagen, genau, jetzt nutz mal deine Stars-Fähigkeiten. There should be a self-destruct system somewhere. If you activate it, all the electronic locks might be deactivated. Ah ja, wie immer, ne? Dann wird ja alles aufgemacht und dann können wir los. Was hat sie denn uns jetzt zugeschoben? Wollt ihr mich verarschen? Ah, okay. So, Self-Destruction. Und die können jetzt bestimmt aus ihren Zellen hier raus, die netten Leute. Sicherheitsordner oder was soll das sein? Moment, das prüfen wir mal ganz schnell. Das will ich noch sehen. Sicherheitsordner, okay. Irgendwas liegt zwischen den Seiten. Na, dann mach's doch einfach auf. Meine Güte. Ah, die Karte. Wieso schiebt sie jetzt nicht nur die Karte? Sie hatte doch selber auch nur die Karte. Zwischen den Seiten war eine Schlüsselkarte. Hä? Sie hatte... Hä? Ja, aber ganz ehrlich, sie hatte doch nur die Karte. Wo hat sie denn jetzt den ganzen Ordner plötzlich her? Aber ihr hört die leicht abgehackte, heroische Musik, die unsere Schritte nach oben begleitet. Ich glaube, es wird Action geben gleich. Oh, ich habe Angst. Nein, habe ich nicht. Ach. Ich kann nicht. Kein Problem. Läuft. So, Libellerin. Knöpfchen und die Tür wurde geöffnet. Einmal durchtreten, bitte. Und Alexia begrüßen wahrscheinlich. Oder sowas. Nein, 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 nein. Ach, scheiße, jetzt ist der angeschlagen, oder? Na, ich warte mal, bis der Zombie wieder aufsteht, damit ich ihn mit der Magnum einmal übel mitspielen kann. Nein, der andere soll jetzt nicht kommen. Was war denn das? Der ist doch jetzt hoffentlich tot, ja. Tot ist er. Okay, das war jetzt etwas merkwürdig, aber okay. Oh, hier liegt noch ein grünes Kraut. Das können wir doch gleich mal nehmen, am besten. Ach, und hier müssen wir die Karte benutzen, ne? So.
Und wenn jetzt noch zum epischen Finale das Laggen weggehen würde, wäre ich richtig zufrieden und glücklich. Das Computerterminal, von hier ist der Zugang zum Selbstzerstörungssystem möglich. Sicherheitskarte benutzen, ja klar. Sicherheitskarte wurde benutzt. Entriegelung des Selbstzerstörungssystems. Bitte den Sicherheitscode... Den Sicherheitscode? Ist nicht Ashford vielleicht? Nein! Ha! Und zwar, ich erinnere mich, das stand in der einen Datei drin. Hier, die Froni müssen wir eingeben. Und? Na? Ja, wumm! Seht ihr, mein Hirn ist doch nicht mehr so schlimm. Wenn die Prüfungszeit vorbei ist, kann ich mich auch wieder konzentrieren. Alle Schlösser wurden geöffnet. Yay. Ach du Scheiße. Okay. Das ist schon wieder die gleiche Stimme, glaube ich, wie immer. Jetzt fehlt nur noch, dass sie sagt, the Self-Destruction System has been irgendwas. Das ist ja toll. Und der Zombie hinter Chris guckt auch schön. 5 Minuten? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Scheiße, das gefällt mir nicht. Komm runter, Chris. Hier zielen. Zombie erschießen. Da reicht zum Glück echt ein Schuss, das ist schön. Aber ich dachte eigentlich, es fetzt denen den Kopf weg, wie eigentlich üblich ist. Aber ich glaube, das Spiel ist ab 16, oder? Obwohl, nee, dann würden die auch nicht bluten. Ah, keine Ahnung. Wo muss ich denn jetzt hin? Claire! Of course, ich bin Chris, ich bin A-Charakter. Nein. Ja, das ist der erwartete Kampf, hä? Huh? Oh, guck mal, was er für wuschige Haare plötzlich hat. What are we gonna do? Okay. Turn the key clockwise simultaneously on 3. Got it. Okay, die wollen sie jetzt mit dieser Impulswaffe, die da ist, fertig machen. Guck mal, was der plötzlich für komische Haare hat. Ach du Scheiße. Scheiße. I'll keep her busy. Just go for the emergency elevator. Chris, but I can take care of this. Just go. Ach du. Oh Gott sei Dank müssen wir nicht mit ihr kämpfen. Stirb nicht für mich. Stirb für unsere Eltern. Die konnten dich noch nie leiden. Nein, Quatsch. Oh, Leute. Übel. Übel. Claire? Was machst du denn da? Ach, jetzt kriegt Claire bestimmt von ihr eine... Ach, scheiße. Müssen wir jetzt Claire retten? Ja. Da hat ein Schuss mit der Magnum gereicht? Tötet es, bevor es Eier legt. Es bekommt Penisse aus dem Körper raus. Und dachte, what the? Alter, was geht denn bei denen hier ab, ey? Die Entwickler, die kiffen doch, oder was? Okay, jetzt ganz entspannt. Oh Gott. Okay, kriegen wir alles hin. Kein Problem. Ah, die hysterische Opernmusik kommt. So, folgendes. Wir jagen hier eine von diesen hier rein. Wir wissen ja, die BOW-Granaten. Ich mache noch kurz ein Safe-Stat. Also bis gleich.
So, hysterische Opernmusik geht weiter. Ich lade auch gleich schon mal die Magnum nach. So, den kriegst du, Mäuschen. So, und jetzt denke ich, hauen wir erstmal mit der Magnum ein bisschen drauf. Die ist nämlich recht flink. Ah, kleine Viecher, oh, ich muss mich mal heilen. Ah. Oh ja, ich muss mich heilen. Scheiße. Ah, das Laggen ist so zum Kotzen. Komm schon. Shit. Jetzt sind wir hingefallen. Das ist ja unfair. Wow. Laufe Chris, laufe Chris, laufe Chris, laufe Chris, laufe Chris, laufe Chris. Oh, 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 oh. Aber ihm geht's trotzdem noch gut. Was ist denn das für ein super Typ? Wow, okay, jetzt muss ich mich heilen. Jetzt bin ich, glaube ich, fast am... Nö, geht auch noch. Machen wir doch mal. Okay, nehmen wir mal das hübsche Ding. Oder nee, wir schießen die Magnum noch leer. So, leer. Shit, komm, komm, komm. Komm, Chris. Shit, komm. Ah. Okay, alles noch gut. Alles noch gut. Ich weiß gar nicht, ob die Strategie jetzt so dolle ist. Wow, jetzt kommt sie mit Gift. Jetzt sind wir vergiftet, oder? Nee, sind wir noch nicht. Oh, ganz ehrlich, das Laggen ist so schwierig gerade. Okay, jetzt muss ich mich heilen. Jetzt muss ich mich heilen. Komm, 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 Chris, ich drücke. Gut. Nö, nee, geht noch. Okay, jetzt, komm. Jetzt muss ich mich aber heilen. Nee, immer noch nicht. Cool. Oh, ich muss vielleicht mal... Okay, Moment. Immer noch nicht, ja. Die Viecher machen ja gar nichts. Wow, 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 gleich sind wir tot. Gleich sind wir tot. Komm, steh auf, komm, 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 Chris, komm, 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 komm. Komm, 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 put, put. Ja, jetzt müssen wir uns heilen. Boah, wie viel hält die aus? Mal ganz ehrlich. Scheiße, ey. Blödes Mistvieh. Komm schon. Nein, 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 nein. Ah, fuck it. Komm. Ah, oh Mann, dieses Laggen ist so zum Kotzen, ganz ehrlich, ey. Ich kann gar nicht kämpfen. Ah, okay, die scheinen nicht sehr sonderbar gut zu sein. Wir nehmen die Granaten. Kann der jetzt mal sterben? Das ist ja nicht normal. Oder müssen wir diese... Hä? Okay. Ist jetzt diese... Nein. 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 Oh, scheiße. Nein. Sie ist eine riesige Biene. Oder was soll das sein? Sind die eklig. Jetzt ist die Waffe soweit, oder? Okay, heilen als erstes. Heilen. Jetzt, das müssen wir jetzt ganz überlegt machen. Nee, nein, eigentlich will ich mich noch nicht heilen. Ach, scheiß drauf. Komm. Die Waffe nehmen. Nimm dir die Waffe. Impulskanone mit unendlich Muni vor allen Dingen. Das ist ja mal geil.
Ey, komm, das war ein super Schuss. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Alles wird gut, nur Mut. Wo ist sie? Das gibt es doch nicht. Ja! Jawoll! Oh, ich dachte echt, ey. Oh, Mann, das war schwierig, muss ich sagen. Die zu treffen jetzt, ne? Oh, Gott sei Dank. So, mehr Kämpfe jetzt aber bitte nicht. Hab die Schnauze voll. Nein! Move und schubst sie weg. Supergeil. Scheiße. Scheiße. Nee. Komm, Chris, renne! Renne, Parkour, kannst du! Hast du gelernt in der Schule? Ach, so schnell geht das plötzlich? Wieso sind wir denn das ganze Spiel über immer so rumgekäst? Wenn er auch einfach so durch die Gänge rennen kann, aber im Spiel dann so tun, als ob er hier halbes Opfer ist, ne? Und den Zombies noch in die Arme rennen. Wesker, du Miststück. Gib unsere Schwester her, denn die gehört dir nicht. Die gehört Capcom. Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now the only thing left is revenge. Let her go, Wesker. Ja. Was der Wesker so ein Hass auf den Chris hat. Yay, Claire! Oder hast du jetzt auch einen Käfer in dir, der gleich rauskommt? Och, ist das süß. Guck mal, wie er sich schützend vor seine Schwester stellt. I came for Alexia, but killing you is even better. Wir kämpfen jetzt nicht gegen Wesker. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. Was? What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did, and be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here. What about? As a surviving member of Starks, I have to finish. Genau, du gehörst da nicht mit dazu. Remember your promise. Wir müssen jetzt nicht gegen Wesker kämpfen. Ich habe keine Heilung mehr. Und der hat seine Psycho-Hau-Superfähigkeiten, die er sich selber gespritzt hat. I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed. Aber wir wissen, dass es hier zu keinem Toten geben. You get your confidence, Chris. Ja, ich halt besser die Klappe. Sorry, Leute. Oh Gott, nein. Die Sonnenbrille war teuer. Eisenstange ins Gesicht. Oh. Oh. Ja. Und jetzt? Nein. Self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately.
Mensch, Chris, jetzt wehr dich doch mal. Oh, okay. Oh. Sure, I'm not human anymore. But just look at the power I've gained. Ja, K.O. in der dritten Runde, ne? Magnificent. Don't you think? Autsch. Nice try, Wesker. Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next time. Im Teil 5. Until we meet again. Ich werde mir 80 Kilo Muskeln zulegen bis dahin. Ja, gar nicht geisteskrank, ne? Zum Glück. Komm, wir warten auf den Fahrstuhl 5 Stunden. Tralalalalala. Chris, where are you? Oh. Na, das ist doch mal eine Punktlandung, Mensch. Hey, you know that I always keep my promises. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. Was hat denn der für... something we've got to do. You mean... Die Haare. It's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now, let's finish this once and for all. Das sagen sie nach jedem Teil.
Gibt's auch irgendwann mal einen Teil, bei dem man dann Umbrella wirklich besiegt? Resident Evil, Code Veronica X, ja! Und es kommen die Dingsbums, die Ding, wie sagt man, die, der Abspann, meine Güte, ich bin schon geistig umnachtet, ihr merkt das schon. Ich überlege, ob ich mal schnell den Ton leise drehe. Also ich werde das mal ein bisschen leiser machen, eine Sekunde. So. Ja. Gut, das war's. Wow, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir dann nochmal irgendwie plötzlich einen Kampf machen müssen. Das ist ja so üblich im Grunde. Also ich muss sagen, mir hat dieser Teil wirklich außerordentlich gut gefallen. Schöne alte Resident Evil Klassik. Allerdings schon ein bisschen in Schritt zur Moderne. Also ich finde, so ist das genau richtig. So ist das richtig schön gemacht. Grafisch auch eigentlich richtig schön. Ja, ich habe mich teilweise, naja, vielleicht nicht ganz so geschickt angestellt, möchte ich es mal nennen. Aber ich denke, es ist letzten Endes doch ganz gut alles geworden. Wir haben ja das Ende immerhin erreicht in 41 Parts oder wie viele das hier sind. Keine Ahnung. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Unterstützung. Das war ja ziemlich, ziemlich intensiv. Das hat mich wirklich ultra gefreut, die Kommentare immer von euch und so weiter. ja, ansonsten überlege ich gerade. Theoretisch wäre jetzt Teil 4 dran. Der wird sich vielleicht aber auf meinem Kanal etwas nach hinten verschieben. Mal sehen, wann der kommen wird. Ich wurde auch gefragt, ob ich nicht immer das Remake und das Resident Evil Zero spielen möchte, da ich ja die Chronologie spiele. Liebend gern, die würde ich super gerne spielen, aber ich habe keinen Gamecube. Ich bin keine Experte mit dem Gamecube-Emulator und vor allen Dingen, was das Oberproblem ist, das ist immer so eine Sache mit der ISO-Beschaffung. Und das hat noch nicht so ganz richtig funktioniert. Sollte ich dann mal dazu kommen, das hinzukriegen, wird es selbstverständlich ein Let's Play davon geben. Das wird dann auch blind sein, das wird lustig. Aber ich kann nichts versprechen und das möchte ich auch nicht. Was aber kommt, sind auf alle Fälle der vierte Teil, der fünfte und der sechste. Wobei ich da immer noch, wie gesagt, nicht weiß, wann. Das ist ja auch launenabhängig, ob ich das momentan spielen möchte oder halt nicht. Ihr werdet jetzt auf dem Kanal hier in der Zwischenzeit ein paar andere Projekte sehen. Unter anderem habe ich einen Co-op gespielt mit einem anderen YouTuber von einem Survival-Game. Dann wird auch ein Survival-Horror-Game im Resident Evil und Silent Hill-Style Stil auch bald erscheinen. Ich weiß nicht genau wann, aber sicherlich dann irgendwann. Und ich habe auch ein RPG-Maker-Spiel im Blick wieder, was auch definitiv von mir Let's Played wird. Ja, bis dahin bin ich natürlich offen für eure Vorschläge. Ihr könnt mir immer schreiben, hier, guck dir mal das Spiel an oder kannst du nicht mal das spielen oder na na na. Natürlich immer höflich, ne? Nettes Bitte wäre auch nicht schlecht. Nee, ja, auf jeden Fall. Mensch, ich bin ja ganz erstaunt, dass wir es doch dann geschafft haben. Das kennt sicherlich jeder Let's Player. Man freut sich irgendwie, wenn man ein Projekt beendet hat. Während wir noch schöne Bilder aus dem Spiel sehen, in denen Steve gerade voll am Verrecken ist. Ah ja, und das ist lustig. Die sagen in jedem Teil immer, wir haben noch eine Aufgabe, eine letzte. Es geht jetzt los, wir müssen Umbrella vernichten. Und das sagen die in jedem Scheißteil. Gibt es denn irgendwann auch mal einen Teil, bei dem sie dann sagen, ja, wir haben es geschafft. Aber so hält sich ja natürlich Capcom auch den Platz offen für weitere Fortsetzungen und Erweiterungen. Und hast du nicht gesehen? Das ist natürlich klar. Ach, Mensch. Ich liebe die Resident Evil-Reihe. Und dieser Teil hier ist wirklich ein schöner Vertreter von dem, was ich an Resident Evil so mag. Muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich mag die neueren Teile nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Ja. Mensch, da war Philipp mitgemacht. Donnerwetter. Oh, jetzt kommt doch noch die Dingsbums für die Konsolenversion. Oh, immer diese ganzen Programmierer und so. Aber es ist Wahnsinn, was alles so, wer da alles mit drin steckt in so einem Spiel. Da sitzen nicht nur drei rum. Ah, ich bin erleichtert. Ach, wir haben's durch, wir haben's durch. Und der Abspann? Ne, jetzt kommt noch die Supervisor und General Producer Namen. Ach. Und wir genießen
Schöne Musik. Aber wir wollen ja natürlich noch unsere Bewertung wissen, ne? Ich wette irgendwie Rang. Ich weiß gar nicht, wie viele Ränge gibt's denn? Bis F oder G oder H oder was weiß ich. Also wenn, dann hab ich F oder E oder so. Ganz unten. Aber wie gesagt, das ist ein Blind Let's Play. Ich spiele hier nicht auf Rang, ich spiele auf Spaß. Hahaha. Presented by Capcom. Von wem denn auch sonst? So, dann gibt uns jetzt mal unsere Bewertung, verdammt. Das interessiert uns doch alles gar nicht. Och, guck mal, jetzt sind sie in der Stadt shoppen und klärt immer noch die gleichen Klamotten an. Hat die auch irgendwas anderes im Schrank? Glückwunsch, Rang D. Hey, D, so schlimm ist es ja gar nicht. Gesamtzeit. Ach du Scheiße, wir haben fast 14 Stunden gebraucht. Oh, 40. Ja gut, es sind ja auch 40, über 40 Parts geworden. Ne? 13 Mal gespeichert. Zu den 13 Mal speichern müsst ihr natürlich die 200 mindestens Save-Stats dazu rechnen, die ich hier alle 5 Minuten gemacht habe. Wow. Okay, Rang D. Kriegen wir jetzt einen Raketenwerfer? Battle-Modus! Oh Gott. Was, da gibt's einen Battle-Modus? Starttaste drücken? Battle-Modus. Da gucke ich jetzt noch kurz drin, das interessiert mich jetzt. Was ist ein Battle-Modus? Wir battlen uns jetzt richtig. Wow. Die ist 19, habt ihr das gesehen? 19 ist die Claire. Chris ist 25. Steve ist tot, der interessiert uns nicht. Aber der ist 17, ich hab's ja mal gefragt gehabt. Der ist 17. Und 1,73, sie ist 1,69. Und hier steht auch noch das Gewicht. Und hier sieht man auch, welche Waffen die haben. Wow, das ist aber irgendwie cool. Nehmen wir mal Steve. Perspektive. Ach, wir können jetzt auch in der Ego-Perspektive. Na, das will ich jetzt mal sehen. Das machen wir noch kurz, bevor ich dann den Part wirklich endgültig beende. Den Spaß erlauben wir uns noch. Das ist bestimmt richtig scheiße. Oh Gott, wie mache ich? Ach so, ich muss erstmal ausrüsten. Ne, wir nehmen die. Oh Gott, das ist ja mal richtig assige Steuerung. Laufe, laufe. Ist der tot? Ja, der blutet. Okay. Ach nee, hier ist ja gar keiner. Hahaha. Wow, guck mal, das ist ein ganz fetter. Battle-Modus! Und ich habe den Sound immer noch runter. Battle-Modus! Renne! Steve, renne! Renne! Ja gut, ist jetzt nicht so mein Fall, aber ist, denke ich mal, ein ganz kleines, nettes Gimmick dazu. Mich würde es mal interessieren, ihr habt ja da Ahnung, während ich hier die restlichen Zombies so ein bisschen niederstrecke, gibt es hier auch einen Raketenwerfer oder sowas freizuschalten, wenn man unter einer bestimmten Stundenanzahl bleibt? Das würde mich mal interessieren. Ratatatatata. So. Ja, jetzt laggt es auch wieder. Okay. Dann machen wir jetzt hier endgültig Schluss. Dankeschön fürs Zuschauen nochmal. Dankeschön für eure Kommentare, eure Bewertungen, eure Unterstützung. Eure Hinweise, die sehr, sehr treffend und nett waren. Wie schießen eigentlich die Luger? Jetzt würde ich es mal kurz sehen. Ach Gott, das ist ja furchtbar. Nee. Okay, ja. Also, vielen, vielen lieben Dank an euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.